Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Diesmal ein Vlog. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und würde sagen, wir sehen uns gleich am Morgen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Oh mein Gott, das ist so komisch und ich freue mich so sehr. Es macht so viel Spaß, vor allem mit dieser Kamera, muss ich tatsächlich sagen, und mit meinem tollen Mikrofon, was ich hier unten habe. Aber witzigerweise, meine Kamera verfolgt mein Gesicht. Das ist auf jeden Fall aktiviert. Und deswegen filmt sie jetzt nicht runter, aber ihr seht es hier. Guckt ihr mal bitte, wie toll die Kamera mich verfolgt. Wuhu! Also, ich bin hier gerade im Büro und mache ein bisschen Papierkram. Ich trinke nämlich schon hier meinen Kaffee. Hinten steht schon der Kinderwagen für unseren Flug bereit, weil wir fliegen bald in Urlaub. Das erste Mal mit Baby, oh Gott, das wird so aufregend. Und genau, deswegen, ich habe so viel zu erzählen. Das Wetter ist wunderschön. Heute wollte ich die Steuererklärung machen. Und deswegen ja, schreibe ich tatsächlich mal so auf, einmal was für meinen Mann, was für Sachen abgesetzt werden müssen und einmal was für Sachen bei mir abgesetzt werden müssen. So, hier sind wir übrigens gerade im Wohnzimmer. So sieht das hier aus. Und meine kleine Maus sitzt auch hier gerade. Genau, also so, und da ist ihre kleine Spielecke, unser Kamin, ich liebe ihn. Und so einen kleinen Einblick vom Wohnzimmer und auch von der Küche. Aber wie gesagt, das werde ich euch bestimmt nochmal ganz in Ruhe abfilmen. Aber ich wollte es nochmal einmal ganz kurz zeigen. Wie wunderschön sind diese Füßchen? Da tut er. Какие красивые носки, смотрите, какие у меня глаза тусички. Смотрите, какие у меня красивые носки. Самая-самая-самая-самая красота. Ой-ой-ой, побежали-побежали. Побежали-побежали. Oh my God, diese Füße. Мама зацелует-зацелует, мама зацелует-зацелует. Да, доча, что мама тут делает? Расскази. Расскази, смотри, что я забыл. Расскази, что мама тут делает. А как ты дела? Расскази маме. А то хорошо снимать, тебя не видно, и мама будет болтать с тобой, да? Ой, хорошая мама, скажи. А. Ой, смотрите, какие у меня красивые носки. А, вкуснее. Че? Нома. Да. И кем проблем? Там белье повешаешь, а тут... So, ihr Herzen, wir haben jetzt gefrühstückt. Ich habe die kleine Maus nochmal gestillt und bin jetzt gerade mit ihr im Garten, unser wunderschöner Garten, auf und ab gelaufen. Das machen wir tatsächlich eigentlich beim Tagschläfchen mit am meisten, ne Schatz? Mit dem Auf- und Ablaufen. Genau, weil sie mag super gerne draußen schlafen, was ich natürlich super schön finde, weil frische Luft ist einfach super gesund. Und jetzt schläft sie draußen und Mutti wollte einmal ein paar Pflanzen schneiden. Übrigens, das habe ich schon auf Instagram erwähnt, diese Scheren, also von dieser Marke, sind echt ohne Witz die besten. Fiskars heißt die Marke. Und kauft auf jeden Fall keinen billigen Scheiß, weil bei Gartenscheren müsst ihr aufpassen, weil die gehen so schnell kaputt, wenn das so ein Schrott ist. Verlinke ich euch mal unten in die Infobox. Ich habe davon jetzt mittlerweile, glaube ich, 3 oder 4 Stück zu Hause. Passiert halt übrigens mit Hortensien, wenn die, also zum Beispiel die Bauernhortensien hier, die können das gar nicht ab, wenn die in der knallen Sonne stehen und das ist passiert. Und die hier, das ist die Rispenhortensie, die mag es gar nicht im Topf, habe ich das Gefühl. Und vor allem Wind. Ihr seht ja, sie hat gefühlt gar keine Blätter mehr dran. Hammerschade. Und ich liebe Pflanzen. Ich bin ein absoluter Pflanzenfreak geworden. Ja, deswegen müssen wir mal gucken. Wir werden die auf jeden Fall da hinten einpflanzen. Oh, guckt mal bitte. Wie wunderschön ist unser Garten. Also ist noch lange nicht fertig. Hier steht der Grill vom letzten Mal grillen. Und da hinten, wo ihr den Mais seht, also ja, gefühlt da, da soll auf jeden Fall ganz lang so ein Beet angelegt werden mit den wunderschönen Pflanzen. Und da werden auf jeden Fall die ganzen Hortensien reingepflanzt. Aber da sollen natürlich nicht nur Hortensien, sondern definitiv auch saisonale Sachen. Und hier haben wir auch ein Beet angelegt. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Und das ist eine Magnolia. Ich weiß nicht, warum die jetzt schon wieder, muss ich mal meine Mama fragen. Sie ist nämlich die Expertin, also mein kleines Vorbild. Und hier haben wir so einen Flamingobaum, einmal eine Astilbe, die ist, glaube ich, in Weiß, genau, eine Hortensie. Die haben wir aber alle dieses Jahr erst reingepflanzt, also umgepflanzt, deswegen sind die ein bisschen am Kränkeln.
Und einmal Salbei, meine ich, ist das. Hortensie und Eukalyptus. Es hat nur noch eine überlebt. Ich finde, die sind tatsächlich ein bisschen gar nicht so einfach mit Eukalyptus. Also ich hatte noch zwei richtig große und die sind leider vertrocknet. Und eine Rose, die wir zur Hochzeit bekommen haben. Aber auch die wurde irgendwie von Schädlingen angegriffen. Aber gut, ist halt so. Und man sieht schon, dass die ersten Knospen kommen. Ich zeige euch mal, wie ich das abschneide. Immer über den Knospen abschneiden, dann blüht die nächstes Jahr auch wieder bei. Der Rispenhortensie könnt ihr die komplett einmal runterkürzen. Die muss auch, die sieht ja aus, ne? Lachmatter, ja. Hier, aber guck mal, wie das schon sprießt. Oh, das macht doch Freude. Hier ist übrigens ein Pool, den wir haben wir von Freunden gekauft für nächstes Jahr. Genau, also weil dieses Jahr lohnt nicht mehr, weil wir fliegen nächste Woche nach Mallorca. Ich liebe unseren Garten, ganz ehrlich. Und auch diese Liege ist einfach nur ein Traum. Es macht so viel Spaß, da drauf zu liegen. Es ist halt wirklich wie ein Bett. Zeige ich euch mal ganz kurz. Verlinke ich hier unten in der Infobox. Es ist halt ganz gut, weil die steht auf Ständern. Heißt, sie ist unten nicht nass und es wird nicht glitschig und so. Da schläft unsere kleine Maus, unsere beiden Schirme. Übrigens muss ich euch auch einfach mal sagen, wie genial sind diese Ständer. Die habe ich mir bei Amazon gefunden und die sind hammerschwer. 23 Kilo mit hier. Guck mal. Und die kannst du so leicht schieben, Leute. Guck mal. Das ist so easy zum Schieben. Das ist wirklich hammergenial. Das ist unser Tisch. Und hier sind meine ganzen Pflanzen. Ja, die Hortensie sah so wunderschön aus. Aber jetzt wird natürlich auch Zeit, dass sie in Winterschlaf geht, sage ich jetzt mal. Oh Gott, sprechen wir im Sommer drüber. Aber die sind jetzt durch. Die sieht noch ganz schön aus. Also die war die einzige von den Rispenhortensien, die ganz gut aussah. Aber wie gesagt, die werden alle eingepflanzt. Und da hinten ist einmal unsere Himbeere und noch eine Rispenhortensie. Ja, genau. Also, hammerschön, oder? So ein Glück, wenn man irgendwie einen Garten hat, muss ich sagen. Ich bin so dankbar dafür. Ja, genau. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt für den Tag ready, ready, ready gemacht und werde jetzt tatsächlich in den Garten gehen und eine Runde lesen. Also, das Reich der sieben Höfe, Band 1. Bin jetzt auf jeden Fall bei der Hälfte. Herrlich, herrlich. Ich kann mich gar nicht beklagen. Das Wetter ist einfach nur ein Traum. Es ist heute Dienstag und der Vlog geht weiter. Meine kleine Maus liegt da gerade auf dem Boden und spielt. Ja, was habe ich zu berichten, liebe Leute? Es ist soweit. Ich habe tatsächlich das erste Mal seit der Geburt meine Periode bekommen und ja, super aufregend einfach. Jetzt über 4 Monate keine gehabt und das habe ich auch überhaupt nicht vermisst. Kann ich direkt offiziell sagen, ich habe es gar nicht vermisst. Genau, ich habe heute tatsächlich meine Verabredungen auch abgesagt, weil mir einfach gar nicht nach. Wie soll ich sagen, nach Gesellschaft ist. Morgen hat meine Schwester Geburtstag. Da werden wir auf jeden Fall noch mit meiner Mama ein paar Sachen besorgen und ihr morgen einen schönen Tag machen. Wo ist mein Eiskaffee, Deutscher? Ah, hier. Ja, Deutsch. So, Eiskaffee. Und dann wird die Spülmaschine mich jetzt aufgeräumt, weil, wie man sehen kann, ist hier ein little bit Chaos ausgebrochen. Aber ja, mein Gott, ist auch alles nicht dramatisch. So. Да, дотик, будем убираться. Маме надо тут перебраться чуть-чуть. So. Also ich kann euch nur sagen, falls ihr eure Kinder bilingual erzieht, also ist ja egal, ob es jetzt Russisch oder Deutsch ist oder Spanisch, Englisch, was weiß ich. Das Einzige, was hilft, ist sprechen, sprechen, sprechen und das mitgeben. Und was die Kinder dann im Endeffekt daraus machen, ist natürlich denen überlassen, ne? Also das Kind muss natürlich selber auch ein Interesse an der Sprache entwickeln. Das war bei mir tatsächlich so, weil ich habe mich super viel mit dem Thema auseinandergesetzt, als ich schwanger war, weil mir das unfassbar wichtig ist, dass ich die Sprache mitgebe. Aber wenn das Kind natürlich kein Interesse hat, dann ist das halt so. Also dann ist es egal, wie perfekt man spricht. Weil zum Beispiel meine Eltern, als wir nach Deutschland gekommen sind, konnten die natürlich absolut perfekt Russisch. Und trotzdem gibt es so viele in meinem Alter, die halt nicht gut Russisch sprechen können. Und wie gesagt, Hauptsache, sie versteht das und ich möchte nicht, dass sie dann später sagt, wieso hast du mir die Sprache nicht beigebracht, weil egal mit wem ich auch auf Instagram gesprochen habe, alle haben gesagt, gib die Sprache weiter. Die meisten haben gesagt, bitte mach das, denk auf gar keinen Fall, oh Gott, ich verwirre sie mit zwei Sprachen, weil Kinder nehmen das so leicht auf.
süß. Übrigens wollte ich euch auf jeden Fall einmal zeigen, hier haben wir so eine Wickelstation. Wir bin gerade im HWR, also im Hauswirtschaftsraum, und hier habe ich so eine Wickelstation eingerichtet. Super praktisch, dass wir auch unten eine Wickelstation haben und halt natürlich neben einem Waschbecken. Also das ist so praktisch. Kann ich nur empfehlen, wenn man sozusagen zwei Geschosse hat, weil wir haben natürlich oben in ihrem Zimmer einmal eine Wickelstation, also mit der Wickelauflage und ihre Klamotten, und aber auch hier unten, weil das macht so viel Sinn. Man muss ja sagen, man wickelt ja schon oft. Und dann muss man nicht immer hochlaufen. Wenn man auf jeden Fall so viel laufen möchte, dann kann man das machen. Ist es kein Muss. Es sind nur kleine Alltagshelfer. Deswegen einmal eine kleine Empfehlung. Hier räume ich jetzt einmal fix auf, räume die Windel einmal hier ein. Und hier ist auch unser Staubsauger. Also da und da. Genau, das auf jeden Fall einmal dazu. Schönen guten Morgen, ihr Herzen. Ich bin's wieder. Ich habe mir jetzt einen Kaffee gemacht. Ich bin ausgeschlafen. Mein Mann hat mich auch schlafen lassen. Also er steht ja mit der Kleinen mal auf. Also meistens. Und genau, meine Schwester hat heute Geburtstag und ich wollte auf jeden Fall das Geschenk einmal verpacken, weil meine Mama hat eine kleine Überraschung für sie geplant, beziehungsweise einfach nur zum Frühstücken eingeladen. Meine Mama hat sich extra freigenommen und jetzt treffen wir uns alle dann bei meiner Mama und ich hole Brötchen und ich muss schon in einer Stunde da sein und ich habe einfach noch mein Pyjama an. Ich hätte es auch natürlich gestern Abend verpacken können, aber Mutti war müde und dann haben mein Mann und ich noch zusammen zu Abend gegessen und den Tag Revue passieren lassen und gesabbelt. Und dann bin ich mit der Kleinen hoch, weil sie natürlich schon müde war. Weil wir waren ja mit Mama gestern unterwegs und die kleine Maus hat das so toll gemacht, wirklich. Die hat das alles gut mitgemacht und war entspannt und ja, ist ja trotzdem ein Baby. Und da bin ich echt, ich sage auch jedes Mal tatsächlich, liebe Leute, ein kleiner Reminder an euch, wenn ihr Kinder habt und mit den Kindern unterwegs seid und die sich gut benommen haben, beziehungsweise nicht quakig waren, weil alles in Ordnung war. Da, ich habe mich natürlich, auch wenn mein Baby das vielleicht noch nicht versteht. Ich finde es aber wichtig, weil ich mir diese Gewohnheit aneignen möchte. Ich habe mich bei ihr bedankt. Danke, dass du so geduldig warst. Deswegen, wir hatten ein entspanntes Shopping-Erlebnis und meine Mama war zufrieden und ich war zufrieden. Das war echt schön. Deswegen, kleiner Reminder, bedankt euch auch bei den kleinen Menschen, weil es sind auch Menschen und ihr freut euch auch, wenn sich jemand bei euch bedankt. Deswegen ist doch so ein Danke einfach schön. Das sagen mein Mann und ich tatsächlich immer, wenn wir mit ihr unterwegs waren, wenn sie das alles natürlich gut gemacht hat. Wäre natürlich auch nicht schlimm, also soll gar nicht so rüberkommen. Wäre natürlich nicht schlimm, wenn sie quakig geworden wäre, weil es ist ein Baby. Aber dann würde ich auch sagen, ist in Ordnung. Aber natürlich kann man ja auch etwas loben, wenn es gut gelaufen ist. Also ist ja nicht verwerflich. Deswegen, ja, sagen wir das immer. Deswegen ein kleiner Reminder auch an eure kleinen Schätze. Sagt denen immer, wenn die etwas gut gemacht haben, auch die Eigenschaft benennen. Also nicht nur sagen, super gemacht, sondern was genau, damit die auch verstehen, ah, okay, das meint jetzt meine Mama. Oder wenn die zum Beispiel, ich habe ja auch ein Buch gelesen zum Thema Kindererziehung. Ich will hier aber gar keine Ratschläge geben, weil jeder muss es selber wissen, wie er das macht. Hauptsache, man ist liebevoll zu den Kindern. Auf jeden Fall stand da auch, dass man, wenn man lobt, dass man das benennen soll, was lobt man denn, ne? Weil ich habe das natürlich auch schon oft gesehen, beispielsweise auf dem Spielplatz, wenn man da sitzt und das Kind schreit, oh, guck mal, Mama, ich bin da selber hochgeklettert. Und man dann sagt, super gemacht. Und ne, man kann ja sagen, oh gut, dass du so mutig warst, dass du es selbst geschafft hast, da hochzukommen, dass man benennt, was denn so gut daran war, ne? Weil ich habe tatsächlich, gab es, meine ich, eine Studie, die belegt hat, dass es wichtig ist, dass man die Dinge benennt. Ich habe mich einmal fertig gemacht und habe so ein mega schönes Kleid an. Ich kann es jetzt gerade nicht zeigen, weil ich bin ein bisschen in Eile, weil wir jetzt zum Geburtstag, also ich soll jetzt zum Geburtstag meiner Schwester, das Geschenk und die Brötchen und alles habe ich schon besorgt und auch schon bei meiner Mama vorbeigebracht. Ich muss jetzt nur noch schnell den Kinderwagen ready machen, weil die kleine Maus kommt mit. Und die Wippe nehme ich mit, die Baby-Björn-Wippe. Ich muss noch kurz gucken, wo ist der Kinderwagen denn? Ach so. Да, Дотя, поехали до Барби. Wem fällt es auf, dass das Intro genauso aussieht wie das Outro? Ich wollte euch nur Tschüss sagen und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Schreibt super gerne in die Kommentare, was ihr jetzt nächstes sehen möchtet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.